Lego Marvel Super Heroes 21, wir gegen MODOK. Den kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Den kenne ich nur aus Marvel vs. Capcom. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann hat Warner einen Schwung Screenshots veröffentlicht. Ja, da wurde mich zur Hilfe gerufen, was ich kläglich versagt habe. Ja. Soll ich den identifizieren? Und was habe ich gesagt? Ich glaube, du hast gesagt, das ist der von Turtles. Crank. Genau. Shredder. Das wäre jetzt auch echt der einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, so sieht der aus. Also an den erinnert er mich. Also den habe ich tatsächlich echt noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn... Oder soll man sich hier raufstellen und dann schießt der da vielleicht hin? Ja, vielleicht da, wo die Blitze sind. Aber hier ist es nur im Hintergrund. Also hier vorne konnte ich mich gerade aufstellen. Stell mich hier mal so hin. Kann ich denn damit irgendwie... ich kann den abschießen. Bringt aber nichts, oder? Ach, warte mal, ich kann seinen Jetpack, glaube ich, abschießen. Ah, sehr gut. Jetzt. Jetzt hauen. Yes. Ah. Ich glaube, das waren noch die ersten Screenshots aus dem Spiel, die Warner dann in ihrem neuen Lieblingsformat ultra breit und ultra schmal veröffentlicht haben. Das habe ich meine Models auch am liebsten. Ja, das machen die aus ganz komischen Gründen. Keiner weiß so recht, warum. Also die Spiele sehen dadurch nicht besser aus. Allen voran nicht das Wolfenstein. Nicht schon wieder! Komm her! Au! Den muss man dann tatsächlich im Nahkampf kämpfen. Na, wo ist er? Da ist er. Das stört, wenn ich da rumflip, ja, oder? Total. Warte mal. Total. Absolut. Hast du ihn getroffen? Nee. Jetzt. Das war noch nicht der letzte Kampf in dem Level, oder? Nee, nicht. Going in for the kill. Aber er redet auch so wie Shredder. Ich glaube, das ist bei diesen kleinen Figuren immer so. Krang. Er ist doch unser Forschungs-U-Boot. Ja. Good jobs. Nein! Innerhalb des Bootes keine Blitze entfachen. Wir sind gefangen. Keine Sorge, Thor. Meine Telekinese kann Wassermoleküle spalten. Angeberin. Das sieht doch voll cool aus, ja, das U-Boot. Ja, total, habe ich auch gerade gedacht. Wie so ein Haifisch. Ja. Oh. Cool. Ich speichere mal schnell. Ach, schau mal, das verschiebt den ganzen Level dann. Mhm. Aber man kann nicht raus. Haben wir irgendwie einen tierähnlichen Charakter dabei? Nee, ne? Milch. Du bist dann der schwule Löwe, oder was? Moment mal. Jetzt ist es aus der ersten South Park-Folge. Nee, was? Wir haben ja auch einen schwulen Löwen. Arr. Wo war das? Ich glaube, in der ersten South Park-Folge ist das. Okay. Müssen wir hier rein? Oder hier oben irgendwie, das sieht aus wie so ein Rätsel. Oh nein!
Das ist geil, was Spidey kann hier seine Netze nicht festmachen. Pass mal auf, was er macht. Das ist geil, dass sie dafür auch nochmal eine Animation gemacht haben. Können wir hier rein? Ich weiß nicht, ich höre auf jeden Fall einen Wal. Kannst du Wale sprechen? Ja, aber wo denn jetzt hier lang? Vielleicht nochmal eher in den Vordergrund laufen? Ja, wahrscheinlich. Da ist so ein Apparillo. Kann man damit irgendwas machen? Was für ein Apparillo? Mit den Kabeln da dran? Ach, das ist eine Krabbe oder was war das? War eine Krabbe oder irgendwas. Ne, hier nicht. Hier ist dann schon wieder vorbei. Vielleicht nochmal zu diesem Apparat da. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man kaputt machen kann. Ja, dann. Maximale Vernichtung. Guck mal, da fallen. Ah, doch nicht. Ich dachte, es wären genug Teile. Das siehst du, fällt mir jetzt erst ein. Das fehlt voll bei Rome, dieser von Crytek, dieser Spruch mit dem Maximal irgendwas. Maximal Sandalen oder so. Bei Rise, ja. Maximale Toga. Maximale Schildformation. Obwohl das schon echt geil ist mit den Schildformationen. Das ist doch hier ganz cooles Element. Was haben wir denn jetzt da gebaut? Ein super Seestern. Ja! Ach, der funktioniert unter Wasser. Können wir nicht einfach das Kraftwerk wegmachen, dass die kaputt gehen? Ja, die gehen wahrscheinlich auch kaputt. Ja, wenn wir weiter nach hinten gehen, dass die im Wasser bleiben, aber. Das war echt eine ganz witzige Idee. Ein bisschen was anderes. Mit dem Kraftfeld? Ja. Ja. Erinnert, wobei in Mass Effect war das nur innerhalb einer Zwischensequenz, oder? Eine Suicide Mission? Mass Effect 2 oder 3? 2. Die Zerstörung des Tankers scheint auch hier erwischt zu haben. Ich sehe ein weiteres Fahrzeug, nicht allzu weit von unseren Koordinaten. Da kann doch auch dann eine von den Telepathen, also von den Biotikerinnen oder Biotikern, so ein Kraftfeld machen, um die Crew zu schützen. Haus kaputt. Mach es hin. Das war nicht stark genug. Geh mal da kurz weg. Ach so, das muss er aus der Nähe auslösen. Ja, ist ja gut. Oh, holla, okay. Gut. Lass mal immer durchgehen. Au. Ich wollte das gerade alles kaputt machen. Ich weiß. Ich wollte die Show versauen. Da oben so ein komischer Hebel. Für den Neonhelden. Kann ich da was machen? Nee, das Telepathen. Ja, können wir aber gerade nicht. Gene können wir nicht nehmen, oder? Nee, Gene ist. Tabu. Gehört ja auch Wolverine. Und oder Scott Summer. Ich wollte gerade sagen. Sie macht sich selbst nicht unbedingt zum Tabu. Jetzt jemand zum Buddeln dabei? Hier hätte. Bist du, glaube ich, gefragt. Wie du sagst, jetzt hätte er gefragt. Ich hatte es schon auf den Lippen. Jetzt hier. Unnötige Superzeitlupe. Ach, gab's gar nicht. Oh, schau mal, was da hin für ein Tentakel ist. Unleash the Kraken! 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 Ah, jetzt musst du ja mal ran. Sachbeschädigung. Also mit dem Laser kann ich das auch aufschneiden, oder?
Ja, sieht gut aus. Lass halt aus. Ich wette gegen den kämpfen, Mann. Ja, hier kommt nicht. Was für Spidey. Hier kommt Stimmt. die Granate. Jetzt kannst du es rüberziehen. Nochmal B drückst, genau. Wie geht denn das eigentlich? Unter Wasser? Okay. Ich bin nicht ausgewichen. Ich wollte nur gucken, ob da hinten was ist. Gut, dass ich solche Deppendüsen habe. Ich rutsch erstmal gleich runter. Hier, nimm das, Antike. Ist ja geil, wie die da reingeschwommen kommen und dann vorher gar nicht so aufgefallen. Nur sterben können. Ja, da ist wieder was für Thor. Moment. Bam! Wie auch Fisch-KI. Nee, nur Call of Duty. Wie wär's, wenn du einfach die Luke öffnest? Wirklich? Dieses Gehämmere? Allen Ernstes? Hey Doc, wofür brauchst du all diese kosmischen Steine? Ich teile meine Pläne nicht mit Insekten. Wie wär's mit einem Gott? Hä? Ich glaube, wir fahren jetzt weg. Okay. Mehr sollte das nicht bedeuten. Erledigt. Level geschafft. Und aber ein True Believer. Aber Zeit, das nächste Level reinzugucken. Ja, na klar. Ja, cool. Volle Kanne. Vorher trinke ich einen Schluck Wasser. Und ihr seid live dabei. Gluck, gluck, gluck. Fritz macht immer so, so Essgeräusche, wie sie im Comic-Heft stehen. Mit dem richtigen Essen an. Schmatz, 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 Jam, Schlabber, Schlabber. Lensflare, juhu. Nanu? Das ist Galactus. Lecker, siehst du? Hat auch ein Bäuschen eingelegt. Oh, was ist das denn? Das Galactus? Aber nee. Mr. Universe. Wer ist denn so groß? Ich. Ja, stimmt. Oh nein. Du wärst echt der Untergang für die Lego-Welt. Hey, Moment mal. Magneto steuert. Du solltest in Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. Wow. Na, aerodynamisch nicht so geil. So, jetzt brauchen wir nur noch. Ja, ja, wird erledigt. Aber sehr ordentlich. Ja. Der Surfer. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind sie sicher, dass sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken. Aber wir brauchen ihn. Alright, Bob. Aber ernsthaft, in der Mission, wo es gegen Magneto geht, nehmen wir Wolverine mit? Also, Wolverine, Iron Man und Dosenpfand, man. Ihr
braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Der Freiheitsstatue. Ein haltsicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort treffen. Ein haltsicheres Fahrzeug? Was ist ein haltsicheres Fahrzeug? Ich weiß es nicht, wo müssen wir denn lang? Ist doch hier falsch. Vorne ist so ein Fragezeichen. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was? Nee, das ist nur eine Quest, oder? Ja. Keine Ahnung. Check's grad nicht. Wir schalten Lady Liberty aus, dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Ich bin hier mal runtergefallen. Deswegen die heroische Musik. Ja, komm, spring ich doch hinterher. Ich bin doch ein Mitläufer. Au! Hä, das geht gar nicht. Ich kann gar nicht zerhackt werden. Du bist ja auf der Halle. Ist das hier nicht? Da bin ich zu dick für. So, also ich bin schon mal in der Stadt. Und weißt du, wo du dann hin musst? Kein Schimmer. Ach, schau mal hier, ihr doch. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Bereit für unseren kleinen Ausflug. Muss ich also auch noch hinkommen? Ich fall mal. Oder auch nicht. Vielleicht kannst du es auch einfach so auslösen. Ja, ziemlich praktisch, diese Sturzabfangdrohnen, nicht wahr? Ja, ich glaube, das war richtig. Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Ich dachte, das wäre Stark seine Geschichte. Kommt, meine Mutantenbrüder, wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen. Obwohl, Batmans ja auch, oder? Hat der nicht auch so einen Reaktor gehabt? Batman? Ach, der hatte doch dieses... Stimmt, ja. Dark Knight Rises, ja, stimmt. Sie ist nationales Kulturgut und ihr Hut hat gefährliche Boah, wie geil wäre das? Was soll das eh für ein Hut sein eigentlich? Also für ein. Das ist doch so ein Kranz, oder? Ja. Was ist das? Wie krass wäre denn eigentlich Lady Liberty gegen die Roboputze, nee, die Weltraumputze aus Spaceballs? Und es ist ein bisschen lahm, dass die nicht mit dem Schleim aus Ghostbusters fährt. Ja, wie wir uns hier befreien, das gibt's erst in der nächsten Folge. Hättet ihr gedacht, dass ich euch jetzt noch ein Level gebe? Wer bin ich denn? Bis zum nächsten Mal. Ciao.